ich darf Sie ganz, ganz herzlich heute hier in der Marktstraße begrüßen bei unserem Fest, kann man sagen, vom Markt zum Deich. Und ich freue mich, dass so viele auch der Einladung gefolgt sind. Ich hoffe, dass das Wetter hält und dass es trocken bleibt, damit wir ein paar schöne Stunden gemeinsam haben. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, auch im Namen meiner beiden Kollegen, Bürgermeister Peter Jung und Beigeordneter Ralf Seemann. Es ist wirklich schön, dass Sie alle da sind. Vielleicht haben einige von Ihnen schon einen schönen Samstagnachmittag oder sogar schon einen schönen Samstagvormittag hier in unserer Stadt verbracht. Wir hatten ja die ein oder andere Veranstaltung heute schon, Kunst im Carré, auch die Demo für Toleranz und Demokratie war heute sehr gut besucht und die Sandskulpturen konnte man schon sehen. Also heute wirklich ein voller Tag in unserer Stadt und ich versuche jetzt auch den offiziellen Teil ein bisschen kurz zu halten, aber wir haben den Tag der Städtebauförderung und das ist auch der Grund, warum wir dieses Fest machen und freue mich daher, dass es auch den ein oder anderen Ehrengast gibt, der auch unserer Einladung gefolgt ist. Und ich freue mich ganz besonders, dass unser Innenminister Michael Ebling hier bei uns ist. Herzlich willkommen, lieber Michael. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und gleich auch noch das ein oder andere an uns richten wirst. Bei den Projekten, deren Abschluss wir heute so ein bisschen feiern wollen, haben wir von deinem Ministerium, dem Ministerium für Innern und für Sport, nicht nur die notwendigen Fördermittel erhalten, sondern wir haben auch wirklich ganz zuvorkommende und unkomplizierte Unterstützung unterhalten. Daher freue ich mich auch, dass Mitarbeiter hier sind. Herr Schwarting, herzlich willkommen auch hier bei uns. Es ist schön, mit Ihnen zu arbeiten. Vielen, vielen Dank dafür, dass das so unkompliziert in den letzten Jahren war. Vielen Dank und schön, dass Sie da sind. Ich würde vorschlagen, dass Sie den tosenden Applaus für die Nachfolgenden erst aufsparen und ich gebe Ihnen dann ein Zeichen und dann wird der Applaus umso tosender, damit ich dann auch schnell durchkomme mit dem offiziellen Programm. Ich freue mich nämlich, dass auch die lokalen politischen und die gesellschaftlichen Vertreterinnen und Vertreter da sind und darf ganz herzlich begrüßen die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann, darf den neuen ersten Kreisbeigeordneten Philipp Rasbach begrüßen, der heute hier sein offizielles Debüt gibt. Er hat mir gesagt, wäre sein erster offizieller Termin. Lieber Philipp, schön, dass dieser Termin heute bei uns ist. Ich freue mich, dass viele Mitgliederinnen und Mitglieder des Stadtrates heute hier dabei sind, aber auch Vertreter unserer Wirtschaft sind hier und vertreten unter anderem durch den Geschäftsführer der Stadtwerke, aber auch die Deichstadtfreunde sind hier, die ja auch die Geschäftswelt hier in unserer Stadt vertreten. Ich habe Silke Ruttert und Marc Daumers gesehen. Ich freue mich auch, dass der ein oder andere Nachbar hier dabei ist, unter anderem der Bürgermeister der Stadt Weißenturm. Lieber Gerd Heim, ich freue mich, dass du da bist. Die Weißenturmer haben vor 5 Jahren, glaube ich schon, ihre Deichuferpromenade eröffnet. Da war ich eingeladen. Ich habe gesagt, zu unserer kommst du natürlich auch dazu. Er ist gekommen. Vielen Dank und schön, dass du hier dabei bist. Wir pflegen eine gute Nachbarschaft und das soll auch zukünftig so sein. Und ich freue mich ganz besonders, dass Bürgermeister AD Rainer Kilgen hier ist, denn der war maßgeblich daran beteiligt, dass dieses Städtebauprogramm der letzten 10 oder 15 Jahre schon überhaupt ins Rollen gekommen ist. Lieber Rainer, schön, dass du auch heute hier dabei bist. Es ist ganz offensichtlich, meine Damen und Herren, unsere Städte sind im Wandel. Aber so ganz aus der eigenen Kasse können wir diesen Wandel und vor allem auch diesen städtebaulichen Wandel eben nicht vollziehen. Dafür brauchen wir, damit eine Transformation gelingt, Geld von Bund und Land. Die Stadt Neuwied ist seit 2007 mit dem Gebiet südöstliche Innenstadt rund um die Raiffeisenbrücke in das Städtebauförderprogramm Soziale Stadt aufgenommen worden. Und direkt im nächsten Jahr folgte dann schon die Aufnahme in das Bund-Länder-Programm Aktive Stadtzentren.
Ziel ist dabei die Sicherung und die Stärkung der Innenstadt von Neuwied. Und ich glaube, das ist heute mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch ein ganzes Stück mehr wichtig, als es vor 15 Jahren der Fall war. Aus diesen beiden Programmen sind in den letzten Jahren über 11 Millionen Euro von Bund und Land als Fördermittel nach Neuwied geflossen. Dazu sagen wir herzlichen Dank. Sie alle wissen, was davon alles gemacht wurde. Wir haben die Deichuferpromenade gebaut und die wird mittlerweile so sehr von den Norwiderinnen und Norwidern genutzt und es ist so eine hohe Frequenz, dass es uns sehr freut und wir damit auch die Bestätigung haben, dass wir absolut richtig liegen. Und das insbesondere an schönen Sommerabenden ist ja auch unsere Promenade total voll und auch die Treppe zeigt ihr es dazu oder trägt ihr es dazu bei und wir sind froh, dass wir einen solchen Ort schaffen konnten. Aber auch der Ausbau der Marktstraße, auch insbesondere der unteren Marktstraße, zeigt, dass es der richtige Weg war, auch hier tätig zu werden. Und die laufenden Programme wie die Umgestaltung des Marktplatzes, der ein oder andere konnte ja schon einen kleinen Blick erhaschen, heute wird ja auch schon ein Teil des Marktplatzes mit eröffnet, Gastronomie ist schon da vorhanden und das freut uns sehr, denn das soll auch so sein. Wir wollen, dass es angenommen wird. Wir wollen die Attraktivität in unserer Stadt erhöhen. Wir wollen neue Räume schaffen, wir wollen moderne Räume schaffen und wir wollen, dass die Menschen sich hier in unserer Stadt wohlfühlen. Ich freue mich, dass wir im Sommer dann den Marktplatz komplett fertigstellen können und im Nachgang direkt auch den Luisenplatz angehen können. Und denn auch dafür gab es ja ein großes Votum in der Bevölkerung, dass da was passieren muss, dass diese Tristesse aufhört, dass es attraktiver wird. Und so werden wir ja dann auch da ein Wasserspiel hinbringen, noch neue Bäume errichten und auch noch mehr Plätze zum Wohlfühlen. Aber lasst uns heute Abend das Ganze ein bisschen feiern mit Live-Musik. Wir haben 4 Bühnen insgesamt aufgebaut. Eine am Pumpwerk beim Deichinformationszentrum, an der Deichkrone, auf dem Marktplatz und hier in der unteren Marktstraße. Und ich glaube, wir haben ein sehr schönes Programm auf die Beine gestellt. Es spielen Bouillet, es gibt die Impulse Dance Studio, was tanzt. Manos wird Pop-Hits und Flamenco-Klassiker präsentieren. Die Schlosstanzschule wird etwas vorführen. Matthias Münch wird auf dem Marktplatz singen und hier wird erst die Tanzschule Daumas tanzen und danach die Donnerlauchboys. Und ich bin froh und dankbar, dass sehr viele Gastronomien alle hier in der Umgebung mitmachen und sie dann mit Getränken und mit Essen versorgen werden. Ich danke auch den Deichstadt-Freunden, die das alles mit unterstützt haben und freue mich, dass wir so viele tatsächlich hier hinlocken konnten, damit wir das gemeinsam feiern können. Ich freue mich auch, dass unser Quartiersmanagement am Pegelturm dann nachher für die, die eher auf Hausmusik stehen, sich dann noch von einem DJ beriesen lassen. Im Pegelturm wird er stehen, also viel Spaß dabei und fühlen Sie sich einfach wie zu Hause, wie in dem Wohnzimmer der Stadt Neuwied. Wir wollen gemeinsam eine unbeschwerte Zeit haben und ich freue mich jetzt auf die nächsten Stunden, die wir gemeinsam miteinander verbringen werden und darf jetzt noch kurz das Wort an unseren Innenminister geben, der noch ein Grußwort hält. Vielen Dank und schön, dass Sie da sind. Ja, lieber Herr Oberbürgermeister, lieber Jan, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der kommunalen Verantwortung hier in dieser schönen Stadt Neuwied, liebe Lana Horstmann als Mitglied unseres Rheinland-Pfälzischen Landtages. Ich sage einfach mal, liebe alle, wenn Sie morgens wach werden, zum Beispiel heute war das bestimmt irgendwann der Fall, und das erste Wort, das Ihnen in den Sinn kommt, heißt Städtebauförderung, dann haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen, denn Ihr Oberbürgermeister hat es gesagt, es ist der Tag der Städtebauförderung. Aber ich gebe zu, es gibt wahrscheinlich Tage, an die denken Sie mehr. Geburtstage, Namenstage, Hochzeitstage, nicht vergessen. Ist immer wichtig. Aber man kann so ein Wort auch übersetzen mit der Städtebauförderung. Und ich finde, die Stadt Neuwied, Sie, die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Ihre Verantwortlichen im Stadtrat, in der Stadtverwaltung, die haben das großartig übersetzt.
Denn wir sprechen dann gerne über Summen und Sie haben es gehört, da kommen ordentlich Millionenbeträge zusammen. Aber im Kern geht es doch darum, dass man mit dem bloßen Auge erlebt, was Aufwertung auch bedeutet. Ich habe das eben am Marktplatz gesehen und ich habe es wirklich mit staunenden Augen gesehen, so mitten im Werden, dass da ein Raum entsteht, der wieder für andere Nutzungen da ist. Dass Grün Einzug hält, dann wieder in das Stadtgebiet. Dass man anderes, was uns an Nutzungen nicht ganz fremd ist, aber vielleicht mal auch mit unseren Bedürfnissen als Menschen, wenn wir uns treffen wollen oder wenn wir Veranstaltungen machen wollen, kollidiert, dass man das neu ordnet. Und ich habe es eben unten gesehen mit dieser wunderbaren Stufenanlage zum Rhein hin. Das sind genau die Dinge, die schaffen Orte, die machen uns einfach als Menschen glücklicher, weil sie uns zusammenbringen, weil sie Zusammenhalt fördern, weil sie vielleicht auch Ideen lösen in unseren Köpfen, um den Raum, den wir haben, nochmal anders zu nutzen, ihm andere Optionen zu geben. Und das ist auch für so etwas wie eine Innenstadt von Neuwied nichts anderes, als dass man das, was man als Wandel hat, am Ende nicht dadurch betrachtet, dass man zuschaut und irgendwie schimpft oder flucht, sondern dass man die Veränderung an den Hörnern packt und sie gestaltet. Also ich kann wirklich sagen, das geht an dich, lieber Jan, das geht an deine Kolleginnen und Kollegen im Stadtvorstand, das geht an alle, die im Stadtrat Verantwortung tragen und das mitmachen, das geht an die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, das geht an die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann, denn die ist der Haushaltsgeber und muss auch einem Ministerium wie meinem Haus erst überhaupt die Möglichkeiten geben, so etwas zu fördern, zu unterstützen. Ihr macht das ganz großartig. Es sind schöne Plätze, es sind schöne Anlässe und es ist vor allen Dingen etwas, was für die nächsten Generationen Sichtbarkeit hat, wirkt und die Stadt positiv verändert. In dem Sinne, alles, alles Gute zu diesem Tag der Städtebauförderung und Sie feiern es heute Abend einfach ein bisschen miteinander. Ich könnte jetzt sagen, feiern bis der Arzt kommt, ist aber gar nicht notwendig, der ist schon hier an der Ecke, wie ich sehen kann. Also insofern einfach eine gute Gelegenheit, auch zusammenzukommen und das zu bespielen, was da neu gestaltet ist. Erobern Sie sich diesen Raum, es ist Ihr Raum. Und bevor die kommen, die man nicht mag, gehen Sie hin und bringen eine Idee mit, ob das Kunst ist, ob das Kultur ist, ob das Gastronomie ist. Alles das macht am Ende so eine Stadt stark. Und das schaffen Sie hier ganz, ganz vorbildlich. Alles Gute, schönen Abend. Kleiner Sound, okay, es geht los. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. Stand by me, if the sky. Es wird weh, wenn man sich nur sieht, weil von dir so viel Zeug bei mir rumliegt, dass ich nicht mehr trage. Ich halte dich nicht fest und lass dich nicht los. Du gibst mir den Rest. Die Tasche ist groß. Ich hoffe, du weißt wo. Es tut mir leid, Gott. Ich hoffe, du weißt wo. Sophie! Es tut mir leid, Gott. Ich hoffe, du weißt wo. Es tut mir leid, Gott. Ori, ori, ori.
machen nur noch Wunschkonzerte. Come on! Happy Hour, mitten in der Nacht. Sexy, alles tanzt, alles lacht. 40 Grad am Dancefloor. Hula-Baloo, sagst du in mein Ohr. Was ist ein Hula-Baloo? Sag mir, was kommt dazu? Mach mal beim Hula-Baloo vielleicht die Augen zu. Komm mal beim Hula-Baloo die Sterne sehen. Was kann ich sehen? Ori, 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 ori.